Sein Kampfname ist The Lion und Hovig Bebraham will zeigen, dass der Löwe immer noch erfolgshungrig ist. Dafür schindet sich der 31-Jährige in der Vorbereitung, denn der Leichtgewichtler will sich einem neuen Boxstall anschließen und braucht einen Erfolg. Der bietet dir Plattform, der bietet dir Kämpfe und durch meinen Namen, durch Hovig Bebraham, mittlerweile kenne ich ja richtig viele und ich bekomme immer wieder Kampfangebote und auch vom Promoter habe ich ein Angebot. Seit seinem Profidebüt vor 7 Jahren hat Hovig 20 Kämpfe ausgetragen, 18 davon gewonnen. Am 2. Juli trifft er in München auf den 10 Jahre jüngeren Nestor Maradiaga aus Nicaragua. Ich bringe mehr etwas Erfahrung mit, weil ich ja schon fast 20 Jahre boxe. Aber sehr junge, wilde habe ich jetzt Video analysiert und er kommt nicht zum Verlieren. Im Boxing After Dark Event steigt auch Alexander Rigas in den Ring. Auch der Weilheimer ist mit 30 Jahren im vorgerückten Boxeralter, hat bereits Titel gewonnen und verloren und will sich noch einmal empfehlen. Für mich ist es der 19. Kampf. Ich will den nächsten Sieg holen und den nächsten Schritt in der Weltrangliste nach oben machen. Noch am Karriereanfang steht Michael, der Jüngere der Rigas Brothers, der ebenfalls im Münchner Boxclub The Ring kämpfen wird. 2022 sind insgesamt 6 Kämpfe geplant. Mit dem Kampf ist es dann der 4. für dieses Jahr. Es sind einige Vorbereitungen jetzt, der Verschleiß ist hoch. Noch in diesem Jahr will Hovig Bebraham um die Europameisterschaft kämpfen. Ich habe zwei riesengroße Überraschungen, die ich erst nach dem Kampf dazu noch mehr sagen möchte, aber alles Schritt für Schritt. Erstmal ist jetzt der Kampf wichtig. The Lion Hovig Bebraham war bereits internationaler Deutscher Meister und Interkontinental-Champion des IBO-Verbandes. In seinem nächsten Kampf boxt er für seine Zukunft als Profi.